Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Abschnitt in der Reihe, wie komme ich eigentlich vom objektorientierten Datenmodell zu meiner Software. Bis hierhin haben wir jetzt die Objekte instanziiert und zwischen den Objekten auch Relationen hergestellt. Und um jetzt auf die Daten wieder zuzugreifen, also sprich bestimmte Sachen wiederzufinden, müssen wir jetzt über diese Relationen traversieren. Und wie wir das machen, das gucken wir uns in diesem Abschnitt an. Wenn ich jetzt wissen will, in welchem Land diese Leute wohnen und ich habe dieses Datenmodell, dann habe ich nicht in meinem Datensatz nochmal eine zusätzliche Relation zwischen den Personen und den Ländern, sondern ich würde immer versuchen, den Wohnort, also sagen wir mal das Wohnland, über die Stadt, in der die Leute wohnen, aufzulösen. Hintergrund ist der, dass ich ja sonst redundante Informationen in meinem Datensatz habe. Und es gibt diesen schönen Spruch, Redundanz ist die Vorstufe zum Widerspruch. Das heißt, dann können Sie sich einen Datensatz aufbauen, in dem widersprüchliche Daten sind. Widersprüchliche Daten sind fehlerhafte Daten und fehlerhafte Daten sind genauso gut wie keine Daten. Ja, also wenn ich einen Datensatz habe, auf den ich mich nicht verlassen kann, dann ist der nichts wert. Ja. Wenn ich einen Datensatz habe, wo, was weiß ich, einzelne Postleitzahlen falsch sind, dann mag man sagen, okay, der ist jetzt vielleicht nicht ganz so schlimm, aber wenn ich quasi einen Datensatz habe, wo Sachen sich widersprechen können, dann habe ich ein Problem, weil ich dann zur Laufzeit ja nicht mehr unterscheiden kann, was ist richtig. Ja, das kennen Sie auch im Prinzip schon aus der Regungstechnik. Es ist völlig sinnlos, in den Flugzeug einen zweiten Sensor einzubauen. Ja, wenn das Flugsteuersystem nicht weiß, welcher von den beiden Sensoren das richtige Datum ausspuckt, dann kann es auch zur Laufzeit, in dem Fall halt zur Flugzeit, nicht entscheiden, was die Wahrheit ist. Ja, also ein zweiter Sensor ist sinnlos, ein dritter Sensor kann man drüber reden. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie das ist. Also so, das ist jetzt natürlich Spaghetti-Code, damit so programmieren Sie natürlich nicht, aber das einfach mal, damit man einfach einmal durchexerziert, was da passiert. Also ich möchte jetzt den PID ausgeben und zwar soll jetzt mal auf der Konsole erscheinen sein Vorname und sein Familienname und danach kommt ein ist geboren in und jetzt kommt Folgendes, wieder dieser Punktoperator und über diesen Punktoperator komme ich jetzt an die Sachen dran. Ja, also in dieser Variable PID, da ist ja offensichtlich eine Person abgespeichert. Und in dieser Variable PID gibt es deshalb, weil es eine Person ist, immer ein Attribut namens geboren in und das ist vom Typ Stadt. Und Städte haben Namen. Das heißt also, hier drüber komme ich an die Namen von den Städten dran. Und jetzt kommt diese Ausgabelogik und diese Ausgabelogik sagt, okay, wir wollen jetzt mal zu dieser Stadt, also zu dieser geboren in Stadt, alle Flüsse noch ausgeben, ne? Also so gelegen an der Spree und an der Havel, sowas in der Art. So, dazu gibt es jetzt ein Sprachkonstrukt einer For-Each-Schleife. Das ist im Prinzip eine Zählschleife. Sie kennen das aus den meisten Programmiersprachen. Sie haben vielleicht irgendwann mal angefangen in der Schule mit so Sachen wie, was weiß ich, zähle von 1 bis 10 und dann läuft so ein kleiner Roboter nach vorne und macht dann irgendwie 10 Schritte. Ja? Oder Sie haben irgendwie 10 Zahlen ausgerechnet und geben die dann mit so einer Vorschleife aus. Also was weiß ich, immer das Doppelte der ersten 10 Zahlen. Sie geben dann aus 2, 4, 6 und so weiter. Das sind die ganz normalen Zählschleifen. Die werden oft benutzt, um zum Beispiel ein Feld von Daten auszugeben. Nehmen wir mal an, wir haben ein Feld voller Ortsnamen und geben die aus. Dann sage ich, okay, ich zähle von 0 bis Ende von dem Feld, also bis 19 oder so, wenn es 20 Einträge hat und dann hole ich mir den Nullten, den Ersten und so weiter raus und mache mit dem irgendwas. Ja, zum Beispiel schreibe ich eine Liste aus. So. Und dieses, ich mache irgendwas mit einer ganzen Reihe von Sachen, die irgendwo abgespeichert sind, das kommt so oft vor, dass man gesagt hat, das wäre doch praktisch, wenn man dafür ein eigenes Sprachkonstrukt hätte. Und das ist eigentlich immer von dem also von der Zählschleife abgeleitet, weil das irgendwie historisch zusammenhängt. Und in C-Sharp heißt es for each und braucht
Ja, eine Tüte von Daten. Und jetzt haben wir eben schon gesehen, es gibt dieses iEnumerable und das ist eine Tüte von Daten. Das heißt also, was dieses for each eigentlich nur braucht, ist irgendetwas, was mir immer das nächste, das nächste, das nächste, das nächste, ich bin fertig. Hören Sie mich? Ja, scheint wieder zu gehen. Weil dieses List-Fluss auch dieses iEnumerable implementiert. So, und jetzt kann dieses for each folgendes machen. Das holt sich jetzt nach und nach aus dem Leaked an die Flüsse raus. Ja, also das ist hier unser Pit, das ist die Person Pit. Aus der hole ich mir eine Liste, hole ich mir die Stadt raus und aus dieser Stadt hole ich mir das Leaked an raus. So, und das ist jetzt eine Liste voller Flüsse. Und so funktioniert es eigentlich im Prinzip immer. Sie haben irgendwie ein Objekt und dann gehen Sie über die Relationen so weit bis zu dem Datum, wo Sie hinwollen. Und wenn ich jetzt das Beispiel, was der Herr Mann eben gefragt hat, wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte eigentlich wissen, in welchem Land wohnen die Leute, dann gehe ich eben über diese Wohnt-in-Beziehung und hole mir dann entsprechend die Länder raus. So, und in unserem Fall ist es so, wir haben jetzt hier einen Fluss in der Hand und das heißt, jedes Mal, wenn wir diese Vorschleife, die da anfängt und da endet, durchlaufen, ist da immer der nächste Fluss drin. Und wenn die Liste abgearbeitet ist, dann ist vorbei. So, dann kommt hier so ein bisschen Shishi, also das ist ja im Prinzip einfach nur so ein bisschen Musterquellcode. Wir gehen halt hin und sagen, beim ersten Mal soll hier ein anderes Wort stehen als alle anderen Male, ist klar. Also beim ersten Mal steht da halt gelegen und dann steht immer nur ein Und dazwischen. Dann kommt das, wofür wir hier dieses grammatikalische Geschlecht von unseren Flüssen schon seit einer halben Stunde vor uns hin implementieren, nämlich dass ich dann eben am oder an der ausspucke und dann eben den Namen von dem Fluss. Und wenn ich hier unten angekommen bin, dann geht es da oben weiter und dann kommt der nächste Fluss und dann rutscht es hier durch und beim zweiten Mal landet er dann hier und dann steht dann eben nachher Berlin gelegen an der Havel und an der Spree. So, das wollten wir haben. Alles wunderbar. Jetzt kommt gelegen in, also gelegen in und jetzt kommt wieder unser Pit. Geboren in, um die Stadt geht es ja, liegt in und dann ist es der Name. Also das hier ist im Prinzip der Pit, das ist seine Geburtsstadt, das ist sein Geburtsland und das ist der Name seines Geburtslandes. Na, und da ist im Prinzip implizit der Getter drin von meiner Stadt. Ja. Und ich muss ja erst mir die Stadt rausholen, um überhaupt über den Getter an den Namen kommen zu können. Und rausholen, von dem Land, das und rausholen, tue ich mir die eben, indem ich sage, okay, ich hole mir erstmal die Stadt, in der er geboren ist, dann hole ich mir das Land, in dem diese Stadt liegt, und dann hole ich mir aus diesem Land den Namen. Und das hier hinten ist im Prinzip erst der Getter von dem Namen an dem Land. So. Und jetzt haben wir das Land ausgegeben und jetzt gibt es hier irgendwie sowas wie dessen Hauptstadt ist. Ja, und dann ist jetzt, um das nochmal abzuschließen, also das ist der Pit, Punkt, geboren in, das ist seine Geburtsstadt, Punkt, liegt in, das ist das Land, in dem er geboren ist, das hat die Hauptstadt, die im Attribut Hauptstadt abgelegt ist und die wiederum hat einen Namen. Das heißt, dann steht hier in unserem Beispiel sehr wahrscheinlich gleich Berlin. So, und jetzt möchten wir zu dieser Stadt auch noch die Flüsse ausgeben und da sehen Sie, das ist jetzt im Prinzip das gleiche wie oben. Also wir haben wieder First und nicht mehr First, dann haben wir Mail und nicht Mail, nur dass wir jetzt eine andere Liste haben, nämlich nicht mehr die von der Geburtsstadt selber, sondern die von der Hauptstadt, von dem Land, in dem er geboren ist. Und das heißt, das ist unser Pit. Das ist seine Geburtsstadt, das ist sein Geburtsland, das ist die Stadt, die sich Hauptstadt in diesem Geburtsland nennt. Und das hier ist die Liste der Flüsse, an der sie liegt. Ja, und der Rest ist im Prinzip analog zu dem hier oben. Ja, hier habe ich ja auch eine Flussliste. Ja, und da sehen Sie schon, dass wir natürlich versuchen, solchen Spaghetti-Code zu vermeiden, dass das irgendwie alles da hintereinander ist.
und versuchen das jetzt mal in Methoden zusammenzufassen. Weil das Ganze jetzt natürlich hier bei den Wohnorten genauso nochmal kommt, ne? Also wir haben einen Wohnort, dann wohnt der Pit da, auch wieder eine Schleife, weil das sind ja mehrere, ne? Das heißt also, dieses Wohnt in ist eine Liste. Dann gibt es wieder die Frage, ist es der erste Wohnort, dann kommt dieses Wohnhaft in dazu und wenn nicht, dann eben dieses Und, dass die dann nachher schön alle mit einem Und verknüpft sind. Ja, und das, dann nehmen wir diesen Wohnort, der hat einen Namen, dann gibt es an dem Wohnort wieder eine Liste mit liegt an, mit lauter Flüssen und dann ist im Prinzip das, was in dieser Vorschleife passiert, wieder das Gleiche, was hier mit den Flüssen passiert und dann gibt es hier gelegen in und dann haben wir hier wieder unseren, vom Wohnort aus gesehen, unser Land, ne? Also das ist unser Wohnort, den wir über die Schleife bekommen, das ist das Attribut Land und das ist wiederum der Name. So, dann haben wir im Prinzip die gleiche Mimik wie oben mit den Hauptstädten und da sehen Sie, okay, also irgendwann wird es natürlich dann auch alles doppelt gemoppelt. Das sollten wir versuchen zusammenzufassen. Und nachdem wir das ja jetzt einmal uns angeschaut haben, wie das grundsätzlich funktioniert mit dem Traversieren, machen wir das auch im nächsten Schritt, dieses Zusammenfassen. Wir machen uns das Leben leichter, ne? Also wir machen quasi einen vereinfachten Zugriff, indem wir so Traversierungen direkt in Methoden packen. Weil wir haben ja die Methoden, da haben wir ja noch gar nicht so großartig drüber gesprochen, aber grundsätzlich haben wir ja Objektorientierung. Das heißt, wir können Verhalten dran schreiben an so ein Objekt. Also an die Klasse schreiben was dran und das Objekt hat das Verhalten dann. Und dann kann ich im Prinzip so Sachen wie Traversieren natürlich auch in so einer Methode implementieren.